meine Tonzahl. Zunehmen und alles. Das sind jetzt insgesamt sind wir laut meiner App auf 777 Kalorien. Ich hätte nicht gedacht, dass Tesa das... Scheiße. Boah, es ist hier kalt, Alter. Au! Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich vlogge endlich mal wieder, weil Leute, ich habe sowas Cooles heute vor. Oh, ich kann mal hätte gucken. Es wurde mir nicht geantwortet. Also ich habe ja diese Cornrows seit meinem letzten Vlog drin, also seit knapp über einer Woche. Und ich wollte die halt rausmachen und wollte dann mit einer Freundin von mir meine Haare wieder umstylen. So, dass ich es wahrscheinlich komplett bereuen werde. Und sie hat die ganze Zeit gesagt, Nicole, nein, aus, wir machen das nicht. Aber ich habe zu ihr gesagt, ich muss das machen, bitte, bitte helf mir. Sie so, ja, okay, können wir machen. Ich würde es gerne heute machen. Also ich würde gerne heute meinen Cornrows aufmachen und dann meine Haare nochmal komplett anders machen. Ich dachte, ich habe heute den übelsten Muskelkater, weil ich vorgestern mit Rieke trainieren war und sie hat mich halt komplett auseinandergenommen. Aber es ist irgendwie sogar besser. Normal ist immer am zweiten Tag der Muskelkater am krankesten. Deswegen überlege ich mir auch, ob ich noch ins Gym gehe. Die Sache ist halt nur, ich muss Video schneiden und das werde ich jetzt als erstes machen. Je nachdem, gehe ich dann noch ins Gym oder nicht. Da war ich schon zum Kick dran. Übrigens, Leute, ich glaube, ihr seht es nicht. Aber mein Nagel ist gerade richtig neben meinem Limit. Der ist richtig weit unten eingerissen. Und ich habe richtig, richtig Angst. Ich muss meine Nägel eh wegmachen wegen meiner Ausbildung jetzt im August. Ich freue mich aber total, falls ihr euch auch für die Ausbildung interessiert, für die Summer School in der Beauty Academy in Stuttgart. Da wird man oder macht man eine Ausbildung zum Beauty Expert. Das ist so ein bisschen visagistenartig, nicht komplette Visagistenausbildung, aber halt ein Beauty Expert. Und das in einem Monat packe ich euch einen Link unten rein, wo ihr euch bewerben könnt. Und vielleicht können wir dann zusammen unsere Ausbildung machen im August. Nobody knows. Das beginnt am 3. August und endet am 28. August. Also es sind auch noch Ferien, deswegen ganz chillig. Was ich euch aber zeigen wollte, und zwar Rieke hat mir so einen Ernährungsplan alles gemacht, als wir mit ihr trainieren waren. Zum Zunehmen und alles. Das sind jetzt... Da hat sie mir ein paar Sachen aufgeschrieben, was ich so essen kann mit vielen Kalorien. Ich habe gestern schon einen Smoothie gemacht und den kann man schon trinken. Ich glaube, ich mache den mir jetzt gleich auch nochmal. Das Problem ist, mein Mixer ist für das halt zu klein. Und dann hat sie mir noch erzählt, wie ich am besten auf meine Kalorien komme. Also ich soll versuchen, 2400 Kalorien pro Tag zu essen, um gut zuzunehmen. Und habe dafür jetzt auch eine App, wo ich meine Kalorien sehr gut zusammenzählen kann. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen von meinem Training aufgeschrieben, welche Übungen ich mache, mit wie viel Gewicht und so. Ich werde nicht nur die Übungen machen, die da drauf stehen, sondern die Übungen, die ich sonst auch mache, durchziehen. Auf jeden Fall habe ich nach dem Training schon richtig Muskelkater gespürt. Also ich glaube, das wird was. Ich bin gespannt, wann wir die ersten richtigen Erfolge sehen. Nageltin tut so weh, ich will den eigentlich abmachen, aber... Ich mache mir jetzt erstmal schnell was zu essen. Wir hatten gerade unten einfach gefühlt nichts mehr da. Kein Joghurt, keine Bananen. Das sind so Hauptteile von meinem Müsli oder Shake, dass ich mir jetzt gar keinen Shake oder Müsli machen kann. Deswegen schneide ich jetzt schnell mein Video und gehe daraufhin direkt einkaufen, damit ich mir noch ein Frühstück machen kann. So, ich habe gerade mein Video für morgen fertig geschnitten und mir noch schnell Frühstück gemacht. Ich konnte leider euch das nicht filmen, weil ich habe alles mit der SD-Karte gemacht. Und ich war jetzt auch noch nicht einkaufen, aber ich gehe einfach nach dem Gym einkaufen. Ich habe auf jeden Fall mir ein bisschen was überlegt, was ich heute esse, um zuzunehmen. Ja, und ich hoffe, dass ich das alles so schaffe. Da habe ich jetzt 3 Eier, so als Rührei und noch ein paar Pilze oder was gesagt, ein Pilz und ein paar Zwiebeln. Und Rieke hat mir ja so eine geile App gezeigt, in die kann ich das eintragen und dann kann ich halt zählen, wie viel Kalorien ich habe, ohne genau wissen zu müssen, was wie viel hat. Wobei ich weiß, dass ein Ei eigentlich 160 Kalorien hat, zumindest ein hartgekochtes ist. Ich weiß nicht, wie es mit weichgekochten ist. Das sieht so dann aus. Ihr seht dann, wie viel Kalorien ihr heute schon geschafft habt. Ihr könnt auch sowas wie Säfte und so dazu eintragen. Dann könnt ihr bei der Rubrik Tagebuch, das sieht so aus, euer Frühstück, Mittagessen, Abendessen und so weiter und so fort hinzufügen. Und ich mache jetzt mein Frühstück mal. Und zwar, mein Frühstück hat jetzt 382 Kalorien. Das ist nichts. Eigentlich ist total wenig. Ist auch gar nicht so viel, aber ich werde danach nochmal frühstücken. Aber jetzt gibt es erstmal Rührei. To be real, Leute, ich habe heute gar keinen Bock zu trainieren. Weil durchhalten, durchziehen ist alles. Ich trainiere halt nur heute keine Beine, weil die von gestern noch komplett im Arsch sind. Vorgestern, nicht gestern. Ich weiß gar nicht, ob ich heute jetzt die Cornrows aufmachen soll oder nicht.
Ich habe ihr schon auf Insta abstimmen lassen, aber ich bin mir nicht sicher, weil die Freundin, die mir meine Haare dann halt, ne, so gestaltet hat, dies, das, dieses Umstyling dann gemacht hat mit mir, die es mit mir durchgezogen hätte, der geht's nicht gut. Ich kann erst morgen. Und ich will die aber irgendwie unbedingt aufmachen, aber ich weiß, dass es scheiße aussehen wird. Ich bin fraglos, sprachlos. Meine Tonfall. Meine Hoffnung ist, dass heute im Gym wenig los ist, weil es warm draußen ist. Aber Leute, ich glaube, ich mache meine Braids wirklich. Nichts sind keine Braids. Meine Cornrows wirklich heute auf. Und dann pflege ich die einfach über die Nacht so mit Kokosnussöl und so. Und dann geht's morgen weiter. Eigentlich kann man bei mir im Gym mittlerweile das Wasser dort gratis auffüllen. Muss ich mal ausprobieren, habe ich noch nie gemacht. Ich brauche meine AirPods, ich habe die Schuhe unten. Ich bin angezogen. Ich brauche noch die Arme unten eine Jacke. That's it. Mehr brauche ich nicht. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt los ins Gym und guck, dass ich trainieren kann, dass ich durchziehen kann. So, man sieht so viel, aber mein Lenkrad sitzt so komisch. Ich kann es euch leider nicht schöner machen. Bessere Perspektive gibt es nicht, Leute. Hört ihr das? Boah, muss ich kurz was sagen. Mein Auto macht gerade die ganze Zeit diese Geräusche, wie ihr sie gerade gehört habt, wenn ich es starte. So, als würde es gleich ausgehen, als wäre es kaputt. Keine Ahnung, was da los ist, aber ich fahre jetzt ins Gym. Ich hätte keinen Bock, im Gym zu filmen. Ihr kennt es von mir. Also ich glaube, ich werde nicht im Gym filmen, bevor es irgendwann im Titel steht. Also seid, freut euch nicht zu früh, würde ich sagen. Ich war auf jeden Fall gerade noch schnell einkaufen und schaut mal. Ich habe so viel eingekauft. Ich zeige das euch gleich alles. Richtig viel Stuff zum Zunehmen. Und ich werde jetzt auch gleich, wenn ich zu Hause bin, mir eine Bowl machen. Also ich werde nicht kochen. Ich werde mir eine Bowl machen mit ganz viel Zeug, das einfach lecker schmeckt. Wo ich alles so ein bisschen einzeln gemischt esse. Und wo halt super viele Kalorien hat. Also ich versuche es auf jeden Fall. Und ihr seid live dabei. Ein Begriff. Und irgendwie heute war Autofahren echt nicht mein Ding. Ich habe 3 Autos fast angefangen. Eine Fahrradfahrerin fast mitgenommen. Und fast einen Fußgänger umgefahren. Oh nein, ich habe nicht laut Musik gehört. Ich war nicht am Handy oder sonst ähnliches. Ich war einfach im Kopf heute nicht da. Sowas gibt es jeder, der den Führerschein halt weiß. Dass manchmal klappt es einfach nicht. Deswegen versuche ich auch heute nicht unnötig rumzufahren. Weil irgendwie ist es nicht so. Wenn ich mir überlege, das waren 20 Euro. Egal, das liegt nur an diesen Dingern. Diese hier kostet 5 Euro und diese 3, 5 oder 6, das ist heftig für eine Frucht. Aber kommt halt aus dem Ausland, ne? Ich glaube, dass die sehr gesund sind und sehr viele gesunde Fette haben, genauso wie Avocado. Deswegen will ich die gerne eigentlich essen können und will sie auch heute mal probieren, weil ich ja eh gerade immer im zunehmenden Ding bin. Was ich euch empfehlen kann, die Milch ist wieder back. Ich habe die ganz lange Zeit immer getrunken, weil die vegan ist und die ist wirklich sehr, sehr lecker. Und ist auch eine der günstigen, also die war gerade im Angebot für 1 Euro. Normal kostet die 1,17 und Alpro und so ist übel teuer. Und ich habe gehört, dass Alpro man nicht kaufen soll, weil die Tierversuche unterstützen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, vegane Marke, die sind voll chillig, aber anscheinend nicht. Deswegen nutze ich die jetzt nicht mehr. Ich habe leider keinen veganen Joghurt gefunden. Die haben irgendwie umgebaut. Aber egal, ihr wisst ja nicht, ich bin nicht vegan, aber ich versuche mal vegan so viel wie es nur geht zu mir zu nehmen. Aber ich habe einen versucht, mit viel Fett zu finden, aber ich habe nicht mehr Fett-Joghurt geschafft, also mit noch mehr Fett. Ich habe neue Leinsamen geholt, weil die gestern, wo ich ausgepackt habe, die waren Ciao-Kakao. Vier Erbsen, weil ich nicht wusste, ob wir noch welche da haben. Eine Gurke, dann die Papaya und wie heißt das nochmal? Drachenfrucht, glaube ich, oder? Feta-Käse und dann noch Bananen für meinen Shake und so. Und jetzt mache ich mir meine Bowl. Andere Frage an euch mal, schreibt es mal gerne in die Kommentare runter. Was kann ich mit einer Papaya, einer Drachenfrucht machen? Also mit was isst man das nochmal? Isst man das pur? Tut man das irgendwo rein? Weil das ist ja eigentlich Obst, oder? Hey, what's up? Der hier ist ganz flüssig, den finde ich nicht cool. 100 Gramm, 276 Kalorien. Das bombt rein. Wir sind fast schon bei 700 Kalorien, was das Essen jetzt hat. Und jetzt kommen noch unsere Nüsschen. Also Nüsschen, ne? Körner und so. Hanfsamen haben brutal viel Kalorien. Das ist jetzt meine Bowl. Wünscht mir Glück, dass ich das alles schaffe. Ich habe es extra so hingelegt, dass ihr alles jetzt gerade seht, was da drin ist. Insgesamt sind wir laut meiner App auf 777 Kalorien nur bei dieser Bowl. Also das alleine sind 777 Kalorien, wenn ich das alles esse. Glaubt mir, Leute, ich brauche dafür jetzt meine Zeit. Deswegen setze ich mich jetzt in Ruhe irgendwie hin und versuche, das alles zu essen. Nach dem Essen ist vor dem Essen. Ups. Ich möchte meine Cornrows heute wirklich aufmachen. Scheiß drauf, Cornrows Wolle, ich mache sie heute auf. Bevor noch meine Mädels kommen. Aber ich wollte noch mit den Cornrows das letzte Instagram-Bild machen. Und für das mache ich mich jetzt einmal ready. Und danach mache ich meine Cornrows raus. Irgendwie sehen meine Augenbrauen gerade fetter aus wie sonst. Was ist mit denen? Für mein Insta-Bild, ich habe mich gerade übrigens noch vollkommen fertig mit meinem Gesicht gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass Cäsar das... Scheiße.
Schaut euch mal, wie heftig das aussieht. Sieht richtig, richtig, richtig cool aus. Und jetzt fülle ich noch dieses Weinglas hier. Es soll so aussehen, als würde ich Wein trinken. Mit Tee-Vitaminsaft. Also es sieht doch schon ein bisschen weinartig aus, oder? Und okay, sieht vielleicht doch nicht aus wie Wein. Voila. Egal, Photoshop muss regeln. Ist ein bisschen zu viel für ein Weinglas, gell, aber I'm give a fuck. Nochmal kurz wegen meinem Make-up. Das sieht jetzt so aus. Ich habe nochmal einen Lippenstift aufgetragen und die Wimpern getuscht. Und jetzt mein paar Shootings. Also ich gucke, dass ich mir jetzt mal schnell meine Softboxen entstelle und dann versuche ich ein geiles Bild zu machen. Ja, ich glaube, das kann man so lassen. Ich bin happy. Besser schaffe ich es nämlich nicht. So, die Bilder sind bearbeitet und die sehen auch richtig, richtig cool aus. Ja, hier kommen sie nicht so cool rüber. Schaut einfach mal im Insta vorbei, seht ihr, wie geil die geworden sind. Und dann mache ich gleich meine Cornrows auf. Ich sage immer Braids und ich weiß, die einen oder anderen fuckt es bestimmt schon ab, dass ich ganze Zeit Braids habe und es sind keine Braids. Aber ja, die Cornrows mache ich dann auf. Okay, Leute, jetzt kommt der Moment, wo wir Goodbye Cornrows sagen, denn ich mache sie jetzt raus. Jetzt, in diesem Moment. Okay, ich mache sie jetzt raus. Oh, wie mache ich das mit dem kaputten Nagel? Ich verbinde dann wieder meinen kaputten Nagel. Safe habe ich gerade aus Versehen schon meine eigenen Haare mitgeschnitten. Wobei ich glaube, dass die hier hängen, meine eigenen. Das Gute ist da, dass das ganz basic geflochten ist, müsste das eigentlich echt easy aufgehen. Oh, hier sind meine eigenen Haare. Wow, das war richtig knapp, dass ich meine eigenen Haare mitgeschnitten hätte. Okay, heftig. Jetzt werde ich gleich die übelsten Locken haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das war jetzt noch das Fake-Haar. Übrigens schmeiße ich das alles weg. Diese Fake-Haare, wir haben zwei Packungen drin. Eine Packung kostet 4 Euro oder so, also. Dann. Ey, irgendwie feiere ich die Locken. Ich sollte mir öfters so Afro-Locken machen. Das sind doch so Afro-Locken, so kleine, oder? Die nennt man doch so. Geil. Ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall duschen und werde die Dusche mehr als genießen. Ich nehme jetzt Kokosnussöl gleich mit in die Dusche, damit ich das Make-up unter der Dusche wegmachen kann. Ja, und ich freue mich gerade so, meine Haare jetzt zu waschen. Also man sieht, die sind hier oben noch so ein bisschen fest und sehen deswegen jetzt komisch aus, diese Löckchen. Das hat jetzt wirklich nur 15 Minuten gedauert, knappe 15 Minuten, ne? Also ging auch super schnell. Und ich springe jetzt einmal unter die Dusche. So Leute, Haare sind gewaschen. Habe mich auch noch schnell abgeschminkt, hat super funktioniert, das sehe ich gerade erst. It's me, Mario. Ich gehe mich auf jeden Fall jetzt gleich anziehen. Ich glaube, ich esse noch kurz eine Kleinigkeit, bevor ich dann mit meinen Mädels noch schnell einkaufen gehe und wir unseren Mädels auch machen. Boah, es ist hier kalt, Alter. Das tut so gut, seine Haare gewaschen zu haben, das glaubt ihr nicht. Ich habe übrigens gerade jetzt wieder mit einem Silbershampoo gewaschen, damit die auf jeden Fall nicht in die gelbstichige Richtung gehen. Und ich sehe schon, das hat sehr gut funktioniert. Ein bisschen Öl in die Haare, dann läuft das Ding hier. Ich mache mir schnell meine Nudeln warm und währenddessen die warm kochen, währenddessen die abkochen, tue ich auch voll. Immer genug trinken. Ich habe gerade entdeckt, dass wir noch Reis von gestern haben. Also mache ich mir keine Nudeln, sondern ich esse einfach ganz normal Reis. Den wiege ich mir hier einmal ab. Mache ich noch ein bisschen Soße von gestern drauf. Hey and welcome in a new day. Das letzte, was ihr gesehen habt, dass ich noch gegessen habe, bevor ich Freunde von mir abgeholt habe. Wir hatten einen mega coolen Mädelsabend. Da habe ich natürlich nichts gefilmt beim Mädelsabend. Ein bisschen private und so. War auf jeden Fall richtig, richtig cool. Danach am nächsten Tag bin ich direkt zu Marcello. Das war gestern. Und jetzt bin ich wieder nach Hause und dachte, ich filme jetzt weiter, weil jetzt geht alles normal weiter. Wer weiß, vielleicht können wir heute noch meine Haare machen. I don't know. Aber ich habe die Drachenfrucht, die ich gekauft habe. Hier jetzt gerade einen Mixer, weil ich mix die jetzt, weil ich habe die gerade versucht pur zu essen und mir schmeckt das überhaupt nicht. Ich versuche die jetzt auf jeden Fall mit ein bisschen Joghurt einfach runter zu trinken. Also einfach zack, weg, never come back. Und daher, dass die halt 0,0 süß ist, also irgendwie gar nicht, mache ich da jetzt noch ganz viel Agavendicksaft rein, damit wir ein bisschen süßer haben. Ah, Nagel. Boah, ich weiß noch nicht, ob das mir schmeckt. Also ich habe es gerade wirklich gegessen und es war jetzt nicht ekelhaft, super ekelhaft, aber ich fand es einfach nicht lecker. Ich will nicht, ich habe für das Ding so viel Geld ausgegeben. 5 Euro für so eine blöde Frucht und ich finde sie kacke. Okay,
man schmeckt die Frucht kaum mehr durch den Joghurt und den Agavendicksaft. Das kann ich runtertrinken. Das geht klar. Hauptsache einfach runtertrinken, ey. Ich weiß, dass die Frucht super gesund ist, deswegen habe ich sie gekauft. Und dass die halt super viele Vitamine hat und besonders ist. Also ich kann jetzt nicht genau sagen. Ich habe einfach ganz viele Beiträge auf Insta, was habe ich denn, Pinterest dazu gesehen. Dass die sehr vielen Heilprozessen und so heilt. Halt, hilft. Ja, dies, das, Ananas. Falls ihr mehr über die Frucht wisst, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Aber ich war zu faul darüber, mehr mich zu informieren. Aber deswegen habe ich sie gekauft, weil ich gehofft habe, die bewirkt Wunder in meinem Leben. Schmeckt aber auch nicht besonders gut, wirklich. Oh, fuck it, wieso tue ich sowas? Ich werde die nie wieder kaufen. Nie wieder. Ich glaube, ich werde heute auch nicht mal die Papaya essen, weil wenn die genauso schrecklich ist, dann ist mein Tag für den Arsch. Wenn ihr die Frucht schon mal probiert habt, sagt mir mal, ob ihr die mögt oder nicht mögt oder ob ihr irgendwelche Tipps habt, wie das ein bisschen gut schmeckt. Ich muss gleich mit meiner Oma einkaufen gehen, deswegen will ich auch einfach das schnell runtertrinken. Dann kaufe ich Toastbrot, damit ich mir ein schönes Butterbrot machen kann. Aber vielleicht habe ich doch Superkräfte jetzt. Nobody knows. Ist heftig. Soll ich einen Zunehmen-Vlog machen, wo ich euch alles zeige, was ich esse, wo wir ein bisschen über Essen dingsen? Habt ihr jetzt schon ziemlich viel von meinem Food mitbekommen, aber wollt ihr das extra nochmal haben, wo ich euch so ein bisschen zeige, was ich esse? Mit 4 Kalorien liest das. Ich gehe mein Gesicht waschen. Bevor ich jetzt losgehe einkaufen, will ich ganz kurz googeln, was in dieser blöden Drachenfrucht drin ist. Erst wenn mir angezeigt wird, Drachenfrucht gesund. Drachenfrüchte bestehen zu etwa 90% aus Wasser. Sind da relativ kalorienarm. Ich will doch zunehmen. Sie enthalten Eisen, sehr gut, Calcium, Phosphor, okay. Eisen ist wichtig für die Blutbildung, Calcium und Phosphor für Knochen und Zähne. Auch enthalten die Exoten Vitamine E und C. 60 Kalorien. Ich habe so mit 300 gerechnet. Ich konnte es ab. Egal, vielleicht ist es mein heißen Eisenhaushalt besser. Für die Leute, die abnehmen wollen, ja, 60 Kalorien gönnt euch die Frucht, die ist einfach heftig. Ich habe gerade meinen neuen Lockenstab in Anführungszeichen ausprobiert. Hier sieht man schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder nicht gut finden soll. Aber geht auf jeden Fall schwieriger, als ich gedacht habe. Der hat auch nur so 20, 25 Euro gekostet. Also den erwarte ich eigentlich nicht so viel. Da habe ich nicht so viel erwartet. Mein Nagel, der abgebrochen ist, wisst nicht wirklich, wie sehr der wehtut, weil der noch so ein bisschen Haut festhängt. Das ist so ekelhaft. Ich habe mich mittlerweile fertig gemacht. Wo ist dieses scheiß Ding? Auf jeden Fall mache ich jetzt noch ein paar TikToks und dann gehe ich mit Lena raus. Wir gehen Eis essen und so. Leute, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe gerade TikToks gedreht und dann ist das hier passiert. Seht ihr? Es ist ekelhaft. Ich muss jetzt eigentlich los von Lena holen, aber der hängt an einem Stück noch. Au, es blutet so. Fuck. Au! Leute, ich bin eigentlich nicht so schmerzempfindlich, aber es brennt so und ich sollte das vielleicht desinfizieren oder so, aber... Es hängt noch an meiner Haut und ihr wisst, wie empfindlich diese Haut am Nagel ist. Aber ich muss es wegreißen. Ich fahre jetzt los. Oh, ich bin super kaputt. Lena und ich waren jetzt ein bisschen draußen. Ich habe nicht groß viel gefilmt. Das ist auch was ganz Weirdes passiert. Ich muss mich wirklich angewöhnen, wenn ich für euch vlogge, dass ich mehr filme und euch nicht immer so erzähle. Aber manchmal fällt es mir einfach schwer zu filmen. Ich versuche mich zu verbessern. Auf jeden Fall war es jetzt mit dem Video. Das weitere Umstyling, was mit meinen Haaren gemacht wird, wir vorhaben, wird in den nächsten paar Wochen passieren. Wir haben das jetzt nicht gemacht. Ja, aber alles ganz entspannt und ihr werdet schon mitbekommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin, tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen.